Es hat seine Vorteile, ja. Mir würde da was fehlen. Ito. Naja, wenn du es nicht anders kennst. Wie dem Muss ich auch noch zu sein, Ende nutzen umschauen? wir die Also, Frage. wo ihr euch sicher seid, in der Zeit bis zum Sonnenuntergang solltet ihr dieses Stockwerk noch schaffen. Ja, dann machen wir das und dann gehen wir raus. Ab zur nächsten pompösen Doppeltür. Pompös leerer Raum, oder? Sehr vorsichtig, diese Räume scheinen alle so ihre Überraschungen zu haben. Ihr habt, als ihr diesen Raum betretet, scheinbar die Familiengalerie gefunden. Jetzt Ihr bin ich seht gespannt. zumindest an den Wänden mehrere Generationen der Redlich-Familie. Und Nissa, du erkennst What the fuck? aufgrund deiner Vision ein paar dieser Personen. Ein paar, also ein Porträt an sich oder Ja, von verschiedenen Porträts? es sind drei zusammenhängende Porträts. Ah, okay. Du siehst zum einen den Vater, Volker Redlich, nur hat sieht eigentlich relativ gut aus. Langes schwarzes Haar, wohl rasiert, adlige Kleidung. Keine Tumore auf dem Bild. Die Mutter hat brünettes Haar mit leichtem Grauansatz und trägt ein blaues Kleid. Und auch da ist keinerlei Zorn oder sonst irgendwas zu sehen. Der Name der Mutter ist Cassandra. Und dazwischen angebracht ist das Bild ihrer Tochter Lorelei. Gut, ich habe die Eltern und die Kleine gefunden. Ja, Und wirklich? so wie die Bilder angebracht ist, scheinen das diejenigen zu sein, die dieses Gebäude mal gebaut haben. Zumindest ist diese Galerie tatsächlich generationenweise von der ältesten bis zur jüngsten Generation aufgebaut. Also, die haben das Haus gebaut. Ich würde gerne mal zur jüngsten Generation schauen und gucken, ob ich das Bild der Frau wiederfinde, für die diesen Nebel hatte. Ob es vielleicht irgendwie mit dem Haus in Verbindung steht. Gibt es ein Bild, bei dem ein roter Schal an irgendeiner Person zu sehen ist? Nein. Okay. Und nein. Okay. Das jüngste Bild ist das eines jungen Adligen, wobei so beim genaueren Hinschauen scheint der schon nicht mehr ganz so gesund gewesen zu sein. Seine Haut ist deutlich dunkler als die der anderen und scheint leicht verfault zu sein. Ja. Und an einigen Stellen scheint ihm auch das Haar auszufallen. Und anstelle eines normalen Mundes hat er Reißzähne und seine Hände wirken auch clownartiger. Dem stimmt was nicht. Definitiv. Ach, echt? Der Maler war wohl nicht sehr wohlwollend. Ihr habt so mehr so das Gefühl, als würde euch das Bild jeden Moment anspringen und euch fressen wollen. Einen Ich Schritt zurück. glaube, wir sollten hier nicht so lange drin bleiben. Ich meine, in diesem Und Haus ist alles möglich. als ihr euch umblickt, nachdem ihr dieses Bild gesehen habt, sind auch alle anderen Bilder nicht Was? mehr so schön. Nissa, du erkennst sofort, dass an Volkers sind überall wieder die ganzen Tumore zu sehen. Oh. Aus Cassandras Hals läuft Blut und auch an ihrem Körper fangen an, sich Tumore zu bilden. Okay, I'm out. Und bei den anderen Familien, dem einen fällt plötzlich auf dem Bild der Arm einfach ab. Und der scheinbar von seiner Braut gegessen wird. Yay, Kannibalismus! Yay! Sorry. Und
Ihr dürft mir alle einen Dex-Save, einen Con-Save geben. Ich auch? Oder bin ich noch rechtzeitig rausgegangen? Nein, alle. Der Einzige, der sicher ist, ist tatsächlich Alassi. Was jetzt? Dexterity oder Constitution? Con. Okay, mir egal. Hat bei mir gerade geleckt. Nee, passt. Weil plötzlich explodiert ein Bild und überall in dem Raum verteilt sich Sporen, Pilzsporen. Und ja, Siren, du bist die Einzige, die es leider erwischt hat, die nicht rechtzeitig genug die Luft angehalten hat. Verdammt! Und du fühlst dich irgendwie nicht so gut. Du bist vergiftet. Raus hier! Du fühlst dich nicht so gut, löst dich gleich den Staub auf. Nein. Aber man sieht, wie sich die Sporen auf ihrer Haut festsetzen und scheinbar versuchen, sich in sie hineinzuwachsen. Ich glaube, sie braucht ein Bart. Ich würde versuchen, ich würde ihr raushelfen. Wieder in den Flur. Mhm. Also da würde ich dich. Ja. Was ist passiert? Ich weiß nicht, das Bild ist plötzlich explodiert und ich habe irgendwas auf meiner Haut gespürt danach. Okay, kann ich mit Medizin irgendwas ausrichten? Du hast nicht nur was auf deiner Haut gespürt, als du da hinguckst. Du siehst da auch, wie so ein Pilzschimmelkonstrukt auf deiner Haut wächst. Was zur Hölle? Mach das weg! Ja, lass ich mal schauen. Ich glaube, ich habe da was. Und wie beim letzten Mal auch, habe ich Lesser Restoration prepared. Eine weise Entscheidung. Du hast die letzten Worte beendet und siehst, wie diese Pilz-Schimmel-Geflecht anfängt, unter der heiligen Magie zu schmoren und wegzubrennen, ohne dass Siren dabei Schaden nimmt. Geht's dir besser? Ja, danke. Ich helfe immer. Das war eine Art. Kenne ich die Art Pilze? Nein. Irgendeine Art Pilz, die ich noch nie gesehen habe, denke ich mal. Chaos ist so gefährlich. Wollen wir uns weiter hier oben umschauen oder wollen wir doch lieber gleich in den Keller gehen am nächsten Tag? Ja, ich suche nach den Zeichen und hier oben können sich immer noch eine Bibliothek oder ähnliches befinden, wo diese Zeichen sich sind. Oder hattest du Informationen, dass die Zeichen im Keller gesehen wurden? Sollte ich die Räume nur noch unter Vorbehalt betreten? Dazu hatte ich mir nichts aufgeschrieben. Nein, er hat nur gesagt, er hat diese Zeichen in dem Haus gesehen, aber nicht wo. Er hatte nur gesagt, die Zeichen sind im Haus, aber nicht wo. Wir werden uns noch den Rest hier anschauen müssen. Und eben, dass er eben froh ist, den Keller überlebt zu haben. Ich würde hier einfach länger draufbleiben. Mit links. Nur kurz Tür auf, ein bisschen reinschauen und erstmal Tür wieder zu. Das ist wohl das elterliche Schlafzimmer, zumindest auf den ersten Blick. Hab ich auf dem Boden geschlafen? Ach so, wo bist du jetzt? Ich hab hier da oben. Wie? In diesem Zimmer. Okay. Sonst hat es nicht aufgefallen. Also ich mache dann die Tür natürlich nochmal vorsichtig auf, um ein bisschen länger reinzugucken, ob da irgendwie was Auffälliges hängt, das gefährlich sein könnte. Du siehst, dass alle Möbelstücke, die es dort drin gibt, jetzt, wo du etwas länger reinguckst, zerstört sind. Sie wurden mit einer Axt oder irgendwelchen scharfen Gegenständen zerschlagen, die Matratze aufgeschnitten. Du siehst auch an der Tapete Schnitte. Blut- oder Schimmelflecken? Nein. Und das Einzige, was intakt ist, ist ein Porträt. Ja, wen zeigt das Porträt? Eine der Familienangehörigen namens Irena Redlich. Eine Irena. Hab dir schon vu. Same. Okay, Rena Redlich.
Ich entferne mich wieder und beschreibe den anderen, was ich in dem Raum gesehen habe. Wir werden jetzt noch meine Tür aufmachen, gucken, was es da so gibt. So, es ist auch ein scheinbar ein Gästezimmer. Und überall, also du machst die Tür auf und kommt schon ein übler Geruch entgegen. Und du siehst überall so diese schwammige, blau-grün-schwarze Masse, wie auch unten. Und dies überdeckt hier alles. In Ordnung, ich wollte euch nicht weiter stören. Wir machen die Tür wieder zu. Ich mag deinen Charakter, der ist cool. Auf der Seite hier haben wir ein Pilzparadies. Oh, ja, da wollen wir nicht rein. Bevor du die Tür zumachst, ja, springst du dich an? Hätte ich gerne noch einen Perception-Check. Klaro. Mein letzter war gut. Der geht auch. Wahrscheinlich gerade sagen, Jinx ist nicht. Und du hörst noch die Worte. Mami, was hast du denn da im Gesicht, als unten die Worte wird fortgesetzt eingeblendet werden? Soll ich das als Titel von der Episode nehmen? Mami, was hast du da im Gesicht? Das mache ich. Muss ich mir aufschreiben. To be also continued. Halten wir fest, ich habe jetzt 3 Seiten vollgeschrieben. Ich 1,5. Ach schön, glaube geil. Ich kann mit Pilzen reden, ja. Ja, kann auch nicht jeder. Auch, die Frage, auch wenn sie eventuell nicht ganz verstehen, was du sagst. Ja gut, sie können mir auch nicht antworten, aber... Ja. Himus, toll. Ja. Tee? Irgendjemand einen Tee? Ja, ich. Ja, hier, bitteschön. Danke. Ich hab Wasser. Wasser ohne Kräuter. Das Mikro scheint auch besser funktioniert zu haben heute. Ja. 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 Ganz am Anfang hat es komisch geknackst, aber da habe ich das Gefühl gehabt, dass vielleicht ein Millimeter oder so. Möglich. Die Klappbügel sind da irgendwie anfällig, glaube ich. Aber das ist schön, dass es geklappt. Lesser Restoration ist ein toller Spell. Ja, ich darf immer nichts machen, ne? Darauf jetzt erstmal eine Platte Schimmelkäse. Ich hasse Schimmelkäse. Das letzte Mal, als ich hier eine Vier-Käse-Pizza hatte, hatten die da so, keine Ahnung, massenhaft Gorgonzola drauf, dass so wirklich so große Schimmelflatzen im Blau drauf waren, dass ich gesagt habe, ich esse nie wieder eine Vier-Käse-Pizza. Der nächste Stream, den werde ich noch ankündigen. Muss nur noch was abwarten, aber wahrscheinlich eher Samstag, denn Sonntag. Dass ihr euch da mal so geistig vorbereiten könnt. Discord wird es aber dann die Tage auch wieder stehen. Ich muss halt noch Martin fragen. Ja, jetzt trinken ja, wir mal was. Ich hätte einen Turbanus und wenn er nicht kann, dann können wir auch samstags. Ja. Ich meine, ansonsten können wir auch einfach früher Schluss machen. Ja. Einfach mal was machen, ne? Ja. Dann können wir das wieder machen. War auf jeden Fall wieder sehr lustig. Sorry für die kleine Pause, aber da musste ich dann doch was sagen, ne? Ah, das war ja Wahnsinn. Fenster? Dann würde ich sagen, gucken noch, wo wir euch hinschicken können. In ein anderes Fenster. Solange. Wer ist denn noch Liebes Online, den wir raiden könnten? Danke auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ja, das Sternchen musste in die Frühschicht huschen.